geworfen. Wieso? Was hast du gesagt? Sie glaubt, sie kann alles kontrollieren, wer ihn besucht und was er erfährt. Du hast Donna erwähnt. Er wusste nicht, dass Donna fast getötet wurde und Owen sie gerettet hat. Das hast du... Oh. Klar, meinst du, er macht sich keine Sorgen um sie? Um die Frau, die ihn betrogen hat? Aber er macht sich Sorgen. Was sagt dir das? Brooke, wir haben darüber geredet, dass er sich nicht aufregen darf. Ich weiß, dass er noch was für sie empfindet. Wirklich zu blöd, weil Donna nämlich nichts mehr für Dad empfindet. Das ist nicht wahr. Wieso war sie dann mit Owen im Bett? Okay, ihr beiden, es reicht. Hört auf. Donna und Owen hatten keine Affäre. Was immer Donna getan oder gesagt hat, es spielt keine Rolle im Augenblick. Unser Vater hat einen langen Weg vor sich, bis er wieder gesund ist. Er braucht unsere Unterstützung und nichts, was ihn noch mehr belastet. Sie möchte an seiner Genesung teilhaben. Das meinst du doch nicht im Ernst. Ich kann mir diesen Schwachsinn nicht länger anhören. Logan, das kann sie sich abschminken. Hat das nicht Eric zu entscheiden? Ich bitte dich, vergiss nicht, in welchem Zustand er ist. Das ist mir klar. Ich weiß, dass Eric noch viel durchstehen muss. Aber du und deine Familie, ihr wollt eine Sache nicht wahrhaben. Dass Eric Donna zutiefst geliebt hat. Und ich glaube, dass er sie noch immer liebt. Wir wollen jetzt nicht weiter darüber reden. Lass uns dieses Gespräch bitte auf später verschieben. Na schön, vielleicht solltest du deinem Vater jetzt gute Nacht sagen. Und ich rufe inzwischen Catherine an und sag ihr, dass wir bald zu Hause sind. Wieso bist du noch hier? Falls du auf Ridge wartest, du kannst gern einen unserer Wagen nehmen. Ich habe auf dich gewartet. Ich will mich nicht mit dir streiten. Das will ich auch nicht. Vielleicht können wir wie zwei Erwachsene miteinander reden. Uns beiden liegt was an Eric. Brooke, wenn dir wirklich was an ihm liegt, wieso wünschst du ihm dann nicht alles Gute und lässt ihn in Ruhe? Ich will deinen guten Willen gar nicht anzweifeln. Vielleicht willst du ihn ja tatsächlich nur beschützen, aber du tust ihm keinen Gefallen. Und dir selber auch nicht, wenn du weiterhin Dinge vor ihm verheimlichst. Dass sie mit Owen geschlafen hat? Meinst du das etwa? Du hast Eric nicht erzählt, dass Donna auf Big Bear angegriffen wurde. Glaubst du, das ändert was an seiner Meinung? Er hat sie immer noch gern. Er will sie nicht mehr sehen. Würdest du es zulassen, wenn er es doch wollte? Es war seine Entscheidung, sie aus dem Haus zu werfen, nicht meine. Eric hat dich gebeten, rauszugehen, als wir über Donna geredet haben. Und was hast du dann getan? Ihn angelogen und behauptet, Owen hätte sie nur getröstet. Oder nennt man das heutzutage so, wenn zwei zusammen in die Kiste steigen? Ich weiß genau, dass sie ihn noch liebt. Eine wirklich merkwürdige Art, das zu zeigen. Ehrlich gesagt, habe ich keine von euch Logans je verstanden. Dad? Alles okay? Bist du zwischen die Fronten geraten? War's schlimm? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie, wie sie sind. Wahrscheinlich wollen Brooke und Mutter beide das Beste für dich. Sie können sich nur nicht darauf einigen, was das ist. Brooke wollte dich nicht aufregen. Sie verteidigt nur ihre Schwester. Mutter übertreibt ihre Beschützerrolle ein bisschen. Aber keiner will, dass du dich eingesperrt fühlst. Wir waren so nah dran, dich zu verlieren, dass jetzt alle versuchen, dich zu beschützen. Und vor allem Mutter. Diese Frau liebt dich einfach von ganzem Herzen. Als du aus dem Koma erwacht bist, hatte das Leben für sie wieder einen Sinn. Sie wurde wieder gebraucht. Als du aufgewacht bist, wachte sie auch auf. Lenk nicht ab, Stephanie. Es geht hier nicht um meine Familie. Du hast doch deine Familie zum Thema gemacht, als du kamst, um Donna zu verteidigen. Donna würde sich gern selbst verteidigen, aber du lässt sie ja nicht ins Haus. Weil ich glaube, dass Eric das momentan nicht verkraften würde. Er hat eine Menge Fragen.
Ich kenne Eric besser als jeder andere. Er braucht jetzt vor allem Ruhe. Er ist durcheinander und verletzt. Wovor hast du solche Angst? Davor, dass er einen Rückfall erleidet. Und das werde ich nicht riskieren, nur damit deine Schwester ihr Gewissen erleichtern kann. Es hilft ihm auch nicht, ihn im Ungewissen zu lassen. Das baut eine innere Spannung auf. Hast du mit dem Arzt gesprochen? Woher willst du dann wissen, dass es ihm nicht schadet? Natürlich leidet er darunter, weil er glaubt, Donna habe ihn betrogen. Das hat sie auch. Sie hat die Grenze nicht überschritten. Ach ja, stimmt. Ihr Logans habt ja eure ganz eigene Definition von Sex. Immer dieselbe Leier, dieselben Ausreden. Donna hat kürzlich gesagt, dass du in schwierigen Situationen deine Macht demonstrierst, indem du uns Logans beschuldigst, Sex einzusetzen, um zu kriegen, was wir wollen. Das kennen wir doch. Komisch, genau das habe ich gedacht. Du willst Donna nicht zu ihm lassen, weil du weißt, wie sehr er sie noch immer liebt. Und du Angst hast, sie könnte ihn wieder für sich gewinnen. Gib es doch zu, Stephanie. Du hast schreckliche Angst, Eric zu verlieren. Aber natürlich habe ich das. Und deshalb will ich auch nicht, dass man ihm unnötig Leid zufügt. Ich bitte dich. Seine Bedürfnisse kümmern dich doch gar nicht. Er wurde schon einmal mit Donnas Untreue konfrontiert. Willst du etwa riskieren, dass er einen Schlaganfall bekommt oder einen Herzinfarkt? Stimmt, er hat sie rausgeworfen. Er hat aber nicht die Ehe beendet. Hat nicht sie die Ehe beendet, als sie mit Owen geschlafen hat? Okay, fein. Wenn er die Ehe beenden will, dann soll er es ihr sagen. Und zwar ins Gesicht. Nenn es von mir aus Kontrolle oder anders, das ist mir egal. Aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass irgendjemand seine Genesung gefährdet. Weder Donna noch du. Brooke, mal ehrlich. Wer war denn bei ihm, als er wieder aus dem Koma erwacht ist? Das war nicht Donna. Das war ich. Er ist wieder zu mir und den Kindern zurückgekehrt. Das hat er Donna gesagt und sie rausgeworfen. Er wollte sie nie wiedersehen. Und das sollte sie respektieren. Und du auch. Deshalb möchte ich dir eins sagen. Wenn du ihn wieder besuchen willst, dann verteidige nicht deine Schwester, denn sonst bist du hier nicht willkommen. Und was ist mit den anderen Familienmitgliedern? Rick? Bridget? Sie sind auch Erics Kinder. Und was ist mit Katie und Marcus und meiner Mutter? Du kannst nicht alle von ihm fernhalten. Mal ehrlich, hast du das vor? Wie willst du das anstellen? Willst du etwa rund um die Uhr Wachleute vor der Tür postieren? Wie lange denn? Entschuldige bitte. Marcus? Deine Kinder können ihren Vater gern besuchen. Du fragst, wie lange ich ihn beschützen werde, solange ich es für nötig halte. Du solltest endlich begreifen, dass diese Ehe vorbei ist. Er will sie nicht mehr. Komm schon, die treue Ehefrau. Wie lange hat's gedauert, bis sie mit dem Nächsten in die Kiste gesprungen ist? 2 Monate, das ist doch ein Witz, Brooke. Lass dich ansehen. Schön, dass du wieder wach bist. Ich hab gewusst, dass du zu uns zurückkehrst. Du bist böse auf mich. Du hast gesagt, ich soll gehen. Und das habe ich auch verdient. Aber dieses Mal werde ich nicht weggehen. Hast du meinen Brief gelesen? Eric, was du gesehen hast, das war nicht so, wie du glaubst. Eric, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Und ich habe dich auch nie aufgegeben. Du warst im Bett mit einem anderen.
Ich kann dir erklären, wieso. Ich werde nicht gehen, bevor du mich angehört hast. Selbst wenn Stephanie die Wachleute holt und mich hier rauswerfen lässt, werde ich nicht gehen. Ich bin deine Frau. Und ich werde dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Es fühlt sich so schön an, in deinen Armen zu liegen. Wir müssen die Sache klären, Eric, unbedingt. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich. Und ich weiß, du liebst mich auch. Gib uns nicht auf, Eric. Bitte. Bitte, bitte versprich, dass du uns nie aufgeben wirst. Eric, ich habe so gehofft und gebetet, dass du aus dem Koma erwachst. Und es ist wahr geworden. Ich werde dich niemals, niemals von mir gehen lassen. Ich werde uns nicht aufgeben. Bitte. Bitte, Eric, gib uns nicht auf. Du brauchst nur ein wenig Vertrauen. Alles, was du brauchst, ist Vertrauen in unsere Liebe. Vertrauen in das, was wir hatten. Und wenn wir nur wollen, können wir das zurückholen. Ich weiß es. Wir müssen nur fest daran glauben, dass wir es schaffen. Ich lasse Donna nicht mal mehr in die Nähe von Eric. Du kannst sie doch nicht für immer von ihm fernhalten. Sie ist seine Frau. Hat sie dieses Vorrecht nicht verspielt, als sie mit einem anderen geschlafen hat? Das zu beurteilen, steht dir nicht zu. Wenn ihr die Ehe mit Eric so wichtig war, wieso hat sie sich dann mit Owen eingelassen? Sie hat sich nicht mit Owen eingelassen. Ah, Eric hat sie zusammen gesehen. Und daraufhin hat er sie endgültig vor die Tür gesetzt. Nein, das war ein Gefühlsausbruch, eine normale Reaktion. Natürlich war er aufgebracht und gekränkt. Oh mein Gott, rede ich hier mit einer Geisteskranken? Dieser Gefühlsausbruch hätte ihn fast umgebracht. Das hat er ja nicht, oder? Außerdem ist es viel harmloser zwischen Donna und Owen, als es für euch aussieht. Was wollt ihr Eric noch zumuten? Sollte er nicht wenigstens alle Fakten kennen, ehe er so eine Entscheidung trifft? Ich sagte die Fakten. Der Mann gehört hierher, zu mir. Zu unserer Familie und nicht zu deiner Schwester, diesem männerfressenden Flittchen. Hi, mein Schatz. Dauert's noch bei Mutter? Nein, wir sind fertig. Gut. Ich brauche dich jetzt sofort hier, Logan. Jetzt sofort. Ich bin gleich da. Sieh mal, ich werde deinen Sohn heiraten, Stephanie. Du und ich, wir hatten im Laufe der Jahre den einen oder anderen Streit, aber wir haben gelernt, uns zu arrangieren. Schon wegen unserer Kinder. Ich will diese ewigen Kämpfe nicht mehr. Ich weiß, dass du Eric wieder zurückhaben möchtest. Aber das wird nicht in Erfüllung gehen, wenn Eric nicht dieselben Gefühle für dich hat, wie du für ihn. Glaub mir bitte, nur Eric allein kann entscheiden. Nur er selbst, wie seine Zukunft aussieht. Nicht du. Was ist? Hast du irgendwas? Brauchst du? Wie lange du im Koma warst? Ja. 2 Monate. Nicht warten. Eric, du warst 2 Monate im Koma. Soll ich dir sagen, wie das für mich war? So plötzlich ohne dich auf der Welt zu sein. Dir kommt es vielleicht nur wie ein Augenblick vor. Aber weißt du, für mich war diese Zeit wie eine Ewigkeit. Ich war so verloren und so durcheinander. Ich bin ganz oft bei dir im Krankenhaus gewesen.
Aber danach, wenn ich wieder zu Hause war, habe ich mich so allein gefühlt. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, in einen Abgrund aus Traurigkeit und Angst um dich. Ich hatte das Gefühl, darin gefangen zu sein und nicht mehr rauszufinden. Und dann auch noch der Kampf mit Rich. Er hat mit aller Macht versucht, die Firma an sich zu reißen. Ich wollte es verhindern. Ich wollte es unbedingt verhindern. Mir war klar, dass du sie ihm nie gegeben hättest. Aber je länger du im Koma gelegen hast, desto weniger Hoffnung hatte Rich, dass du jemals wieder aufwachst. Ich sollte dein Beatmungsgerät ausschalten. Was? Er hat mich unter Druck gesetzt, mich regelrecht bedrängt. Oh, Eric, es war so furchtbar. Ich wollte nicht, dass er gewinnt und habe mich gegen ihn gewehrt. Und der einzige Mensch, der mir beigestanden hat, war Owen. Er ist nicht nur mein Freund, Eric, er ist auch dein Freund. Er hat mir geholfen, dich zu beschützen. Er war immer für mich da. Immer wenn ich einen guten Freund brauchte, stand er mir zur Seite. Es geht nicht um Owen. Was ich für ihn empfinde, ist nichts gegen meine Gefühle für dich. Das, was du gesehen hast, war eine Frau, die glaubte, ihr Liebstes und Schönstes verloren zu haben. Die Unterstützung brauchte in den schlimmsten 2 Monaten ihres Lebens. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Bitte, Eric. Bitte sag mir, dass du mir das glaubst. Also, deswegen sollte ich mich beeilen, nach Hause zu kommen, oder? Oh ja. Mhm. Hatten wir hier nicht ein kleines Meeting vereinbart? Was steht auf der Tagesordnung? Du und unsere Liebe. Mein Lieblingsthema. Ich wollte dich von Mutter loseisen, bevor es Mord und Totschlag gibt. Ist das gelungen? Mit Ach und Krach. Sie will Dad beschützen, so gut es geht. Sie kann nicht anders. Du ahnst gar nicht, was sie alles tut, Rich. Doch, ich kann's mir vorstellen. Aber Dads Zustand ist noch kritisch. Trotzdem, nach allem, was passiert ist, grenzt es fast an ein Wunder. Das stimmt. Ich freue mich sehr, wie gut es ihm geht. Auch wenn er sicher noch einen langen Weg vor sich hat. Ja, aber er macht jeden Tag Fortschritte. Irgendwann ist er bestimmt wieder völlig fit. So langsam glätten sich die Wogen. Die Firma ist wieder in unserer Hand und was noch wichtiger ist, Dad ist wieder dort, wo er hingehört, bei seiner Familie. An deiner Stelle würde ich mir da nicht so sicher sein. Er möchte mit Donna nichts mehr zu tun haben, das hat er klar gesagt. Er hat sich für Mutter entschieden. Und Rich, das müssen wir akzeptieren. Er hat immerhin 2 Monate im Koma gelegen. Glaubst du, da ist man fähig, so etwas zu entscheiden? Lass Eric doch erstmal wieder ganz gesund sein. Dann kann er machen, was er für richtig hält. Okay, was immer auch passiert. Denk dran, wir haben uns geschworen, dass Streit in der Familie nicht mehr zu Streit zwischen uns führt. Das sollten wir nie vergessen. Und wie es auch weitergeht mit Dad, Mutter und Donna, es wird sich alles von selbst ergeben. Wir wollen nur das Beste. Du für deine Schwester, ich für meine Mutter. Aber wir haben unser eigenes Leben. Und das müssen wir immer bedenken, wenn wir füreinander da sein wollen. Und natürlich für RJ und Hope. Ich will nicht mal, dass sich die kleinste Kleinigkeit zwischen uns drängt. Das lasse ich nicht zu. Das zu hören tut wirklich gut. Okay. Hey, ich habe gerade Brooke wegfahren sehen. Was war denn los? Ach, frag lieber nicht. Donna?
Sie wollte ein gutes Wort für ihre Schwester einlegen. Da ist mir wohl was entgangen. Was ist das für ein Zeug? Das muss irgendwas für Dad sein. Warum ist diese Kiste offen? Keine Ahnung. Bitte. Du darfst die Sache zwischen Owen und mir nicht so wichtig nehmen, Eric. Wir haben schon so viel durchgemacht. Da wird uns doch so eine Bagatelle nicht aus der Bahn werfen. Es war eine Dummheit. Ich weiß, ich habe dir wehgetan und das bereue ich aus tiefstem Herzen. Ich bin doch deine Frau. Und ich liebe dich. Und ich will Tag und Nacht für dich da sein. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir helfen, ganz schnell wieder gesund zu werden, damit unser Leben wieder so glücklich wird, wie es früher war. Bitte. Bitte, Eric, ich flehe dich an. Gib mir die Chance. Sie ist leer. Was mag da drin gewesen sein? Ich weiß nicht. Donner! Owen. Owen ist ein junger... ein junger Mann. Und... bei euch beiden sind vielleicht Gefühle Nein. mit im Spiel. Nein. Nein, nein, sei ganz ruhig. Ich bin nicht mehr der, den du kennst. Ich bin alt und sehr krank. Hör auf. Sowas darfst du nicht sagen. Eric, ich will Owen nicht. Ich will dich. Nur dich, Eric. Raus mit dir, verdammt! Der ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Eric, geht's bestens, Stephanie! Was soll denn das? Möchten Sie, dass er noch einen Herzinfarkt erleidet? Hör auf, lass mich los! Ich schaff sie schon raus, ich will nicht mit ihm reden! Stephanie, nein! Los! Schaff sie raus, ich mein's ernst! Du sollst mich loslassen! Entschuldige dich, Eric. Und lasst los! Hört mir doch mal zu! Ich hab Eric nicht aufgeregt. So was würde ich nie tun, Stephanie. Das würden Sie nie tun? Aber was wollten Sie dann? Ihn umbringen? Er will, dass ich hier bin. Sag es ihnen, mein Schatz. Sag, dass du mich hier haben los, möchtest. Raus. Sag's ihnen! Raus mit ihr! Schaff sie aus dem Zimmer! Ich dulde sie nicht hier bei ihm! Eric! Nein, nein! Schnell, mach die Tür zu und schließ ab! Verschwinde! Alles kommt in Ordnung, Logan. Dad ist aus dem Koma erwacht und wird schon bald wieder völlig gesund sein. Gerade rechtzeitig. Rechtzeitig? Ja. Er wird ein wundervoller Trauzeuge sein. Oh, eine fantastische Idee. Eric wird mich zum Altar führen. Darüber wird er sich bestimmt freuen. Weißt du, wie auch immer Eric sich entscheidet, welche Wahl er letztlich für sich trifft, wir werden es akzeptieren und ihm zur Seite stehen. Ist gut. Egal, wie hoch die Wellen noch schlagen zwischen Dad, Mutter und Donna, wir werden auf keinen Fall zulassen, dass es Auswirkungen auf uns hat. Okay? Okay. Besiegeln wir es mit einem Kuss. Weißt du, es gibt noch Besseres als einen Kuss. Mm.
Was haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie ihn umbringen? Nein, das wollte Ihre Schwester Pam. Ich bin für ihn da, Stephanie. Wie Sie es gehört, ich bin seine Frau. Kommen Sie schon. Sich hier heimlich ins Haus zu schleichen, ist für seine Genesung nicht gerade sehr hilfreich. Ich hätte mich nicht einschleichen müssen, wenn Sie so freundlich gewesen wären, mich zu meinem Mann zu lassen. Noch einmal, er wollte Sie nicht sehen. Eric ist gerade erst aus dem Koma erwacht. Er ist noch gar nicht in der Lage, klar zu denken. Och, glauben Sie mir, er ist klar. Er versteht alles. Er weiß jetzt genau, auf wen er da reingefallen ist. Sie genießen es, die Kontrolle über ihn zu haben, oder? Ich versuche nur, ihn zu beschützen. Ach ja? Glauben Sie das eigentlich selbst? Sie kontrollieren ihn, so wie Sie ihn immer kontrolliert haben. Hören Sie, es geht nicht um mich und schon gar nicht um Sie, sondern darum, was das Beste für Eric ist. Er möchte nun mal bei uns sein und das müssen Sie akzeptieren. Nur zur Erinnerung, er ist mein Mann. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe jedes Recht, bei ihm zu sein, mehr Recht als Sie. Er hat Sie rausgeworfen. Was soll er noch tun, dass Sie es kapieren? Das war, bevor ich Eric alles erklärt habe, Stephanie. Was gibt's denn da zu erklären? Sie können niemandem die Schuld geben, nur sich selbst. Sie hätten ein bisschen mehr Zurückhaltung an den Tag legen sollen. Wo waren Sie, als er wieder zu Bewusstsein gekommen ist? Sie haben mit Owen rumgemacht. Ich habe nicht mit Owen rumgemacht. Wir zwei sind nur gute Freunde. Nur gute Freunde. Was für eine schale Ausrede. So schal wie Ihr Betthäschengetue. Wann wird Ihnen das klar? Uns verbindet weit mehr als nur Sex und das wissen Sie. Von Anfang an haben Sie sich gegen die Wahrheit gewehrt, dass Eric mich will, weil er mich liebt. Das hat Sie zu Tode erschreckt. Und was genau haben Sie für die Hochzeit geplant, Mr. Forrester? Etwas absolut Spektakuläres. Wirklich? Und was? Wollten wir nicht heimlich heiraten? Nein, dafür haben wir zu lange gewartet. Diesmal müssen wir es richtig angehen. Und groß aufziehen. Ich will, dass wir ganz groß feiern. Und dass mein Vater mein Trauzeuge ist. Gut, dann wird Donna meine Brautjungfer. Ich bitte dich. Du kannst sie nicht zur Hochzeit einladen. Dad kommt mit Mutter. Weißt du, noch steht ja gar nicht fest, wen er mitbringt, aber sicher nicht deine Mutter. Naja, natürlich ist er wütend auf Donna. Aber er wird ihr vergeben. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass meine Schwester und dein Vater, dass ihre Beziehung noch lange nicht zu Ende ist. Auch wenn deine Mutter noch so viele Giftpfeile abschießt. Dass sie zufällig da waren, als er aus dem Koma aufgewacht ist, macht sie nicht wieder zu seiner Frau. Und wo waren Sie, als er aus dem Koma erwacht ist? Ich habe Eric erklärt, was zwischen mir und Owen war, bevor sie reingestürmt sind. Donna! Ich weiß genau, er liebt mich. Und wer das nicht sieht, ist blind. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, okay? Ein Geheimnis über mein Leben mit Eric. Sie sind nur eine weitere Affäre. Davon hatte er unzählige. Und ich wette, das ist noch untertrieben. Also sehen Sie doch endlich ein, dass Ihre Ehe mit ihm aus und vorbei ist. In den Monaten, in denen wir zusammen waren, hatte er mehr Freude, als er in all den Jahren mit Ihnen hatte. Eins nämlich haben Sie nicht unter Kontrolle. Und zwar Erics Herz. Und das bringt Sie um, weil Sie ganz genau wissen, dass er mich liebt und nicht Sie. Tatsache ist, er will Sie nicht sehen. Ein letztes Mal sage ich es freundlich. Bitte gehen Sie. Ich habe jedes Recht der Welt, hier bei Eric zu bleiben. Nein, haben Sie nicht. Gehen Sie jetzt. Er wird die Wahrheit erkennen und mich verstehen. Und dann kommt er zurück zu mir. Ich warne Sie, wenn Sie noch mal versuchen, in sein Zimmer einzudringen, lasse ich Sie verhaften. Das ist keine leere Drohung. Jetzt ist Schluss. Du hast schon genug Katastrophen verursacht. Eric! Ich liebe dich, Eric. Und ich weiß, dass du mich auch liebst. Ich werde unsere Ehe nie aufgeben. Niemals! Bin oder nicht? Oh ja, ich bin froh, dass du so viel Energie hast. Du scheinst überhaupt ziemlich froh zu sein in letzter Zeit. Das stimmt. Meine Welt ist in Ordnung, Logan. Die Frau meiner Träume wird mir schon bald das Jawort geben. Diesmal endgültig.
Und ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass sie es kaum erwarten kann, deine Frau zu werden. Hey, wohin willst du denn? Wohin willst du denn? Los, komm wieder her. Mitch, tut mir leid. Wir müssen es auf später vertagen. Wir haben heute nämlich ein wirklich, wirklich volles Programm. Ich kann nicht genug von dir kriegen. Ich kann nicht genug kriegen. Alles in Ordnung? Ja. Ich habe nur gerade an Bridget denken müssen. Könnte ich hier nur was abgeben von unserem Glück? Als ich gehört habe, dass sie den gleichen Fehler wieder macht und den Typen heiratet. Damals konnte sie niemand von der Idee abbringen. Sie war überzeugt davon, dass es diesmal besser mit ihnen läuft. Das Problem ist, Bridget hat sich in den Jahren weiterentwickelt, aber Maroney leider nicht. Ein Jammer, dass sie dafür blind war. Sie will noch heute bei Nick ausziehen. Könntest du nachher vielleicht mal hinfahren und dir etwas helfen? Das mache ich liebend gern. Mehr als liebend gern. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gern. Danke sehr. Unterstütze sie vor allem moralisch. Ich kann leider nicht. Ich bin heute den ganzen Tag beschäftigt. Sind da meine tüchtigen kleinen Helfer? Wir sind's! Hey! Hallo. Können wir jetzt fahren, sonst kommen wir noch zu spät zum Apfelfest. Ja, sofort, Schatz. Ich springe nur schnell unter die Dusche und dann fahren wir los, okay? Wie ich sehe, seid ihr schon ganz wild auf Big Bear, oder? Big Bear, ja. Wisst ihr, was noch viel besser ist als Big Bear und das Apfelfest? Das Kitzelfest, das Kitzelfest. Ja, ich bin das Kitzelmonster, das Kitzelmonster. Ich finde, hier schmeckt der Kaffee morgens am besten. Das liegt an der Bergluft. Deswegen schmeckt hier sowieso alles besser. Ja, und die Luft lässt einen auch wunderbar schlafen. Das ist wahr. Du warst so müde wie ein Murmeltier, kleiner Mann. Habe ich recht? Sehr gut, Champion. Vielen Dank, dass du uns beide hier raufgebracht hast. Habe ich doch gern getan. Diese kleine Luftveränderung wird uns bestimmt gut tun. Mal raus aus den vier Wänden und ein bisschen Abwechslung haben. Ja, genau. Ich habe gedacht, das wäre nicht schlecht. Ein paar freie Tage. Sieh dir Jack an, wie ausgeglichen er ist. Es war wohl doch nur eine Phase. Ich meine, es geht ihm gut. Er hat nicht einmal geweint, seit wir hier sind. Du denkst also, dass er sich schon fangen wird, oder? Ja, davon bin ich überzeugt. Ich weiß, du willst das glauben. Und ich weiß, dass du immer dein Bestes gibst. Dass du alles in deiner Macht Stehende tust, um Jack aufzuziehen und ihn zu lieben. Und das war ein ziemlicher Kampf das ganze Jahr über. Und du hast alles gegeben. Jack ist mein Sohn. Denkst du, ich würde nicht alles für meine Kinder tun? Doch, und eben deswegen, weil ich ja weiß, dass du alles für deine Kinder tust, habe ich immer wieder gezögert, meine Gedanken auszusprechen. Gedanken? Welche denn? Also gut, noch einmal. Dir war keine Mühe zu groß, um Jack glücklich zu machen. Und hör zu, ich sag's ungern. Es hat nicht funktioniert. Es klappt nicht, egal was du tust. Und genau das ist das Problem, Taylor. Es bricht uns beiden das Herz. Es wirkt sich sogar schon auf unsere Beziehung aus. Und entschuldige, dass ich das jetzt sage. Ich habe eigentlich nie geglaubt, dass es gut geht, wenn du Moms biologischen Sohn großziehst. Ich will jetzt nicht darüber reden. Warte, Taylor, warte doch. Wir müssen darüber reden. Es ist wirklich wichtig. Ich möchte dich was fragen, okay? Hältst du es für überhaupt denkbar, jemals ein unbelastetes Verhältnis zu diesem Kind aufzubauen? Kannst du das? Ich meine, wegen meiner Mom. Wegen eurer gemeinsamen Vergangenheit. Ihretwegen wirst du nie fähig sein, Jack das zu geben, was er wirklich braucht, oder? Bridget, soll ich dich auf Knien darum bitten, damit aufzuhören? Nick, ich werde dich immer lieben. Und das weißt du. Und genauso weiß ich, dass du mich immer lieben wirst. Auf deine eigene spezielle Art und Weise. Aber so hart es auch ist, wir sind nicht füreinander bestimmt. Ich habe das akzeptiert und das solltest du auch. Nein, ich kann nicht akzeptieren, dass du deine Klamotten packst und einfach verschwindest. Das ist keine Lösung für uns.
Bitte hör mir zu, wenigstens eine Minute, bitte. Ich will dein Mann bleiben, ich werde um unsere Ehe kämpfen. Ich weiß, dass ich dir sehr oft wehgetan habe. Jetzt auch wieder, aber ich werde für dich da sein. Ich kann dir helfen, alles zu vergessen. Nein, bitte. Das kannst du nicht, Nick. Ich kann mir jetzt nur noch selbst helfen. Übrigens, das Ganze ist nicht allein deine Schuld. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, diesen Fehler ein zweites Mal zu machen. Bridget. Da war eine leise Stimme tief in mir, die mich gewarnt hat. Aber ich habe nicht auf sie gehört. Ich hätte auf sie hören sollen, aber ich habe es nicht getan. Und das war mein Fehler. Wären wir füreinander bestimmt gewesen, wäre es schon beim ersten Mal nicht schiefgegangen. Dann hätten wir uns nie getrennt. Ich hätte nie... Ich dachte wirklich, dass wir es diesmal schaffen. Und das denke ich immer noch. Nein, Nick. Wir schaffen es nicht. Ich bin nicht geeignet für so eine Ehe. Ich habe keine Lust mehr auf so eine Ehe. Ich habe mich verändert. Ich bin stark geworden. Ich weiß genau, was ich verdiene. Ich möchte einen Mann, der mich glücklich macht. Und dafür kommst du nicht in Frage. Ich war gestern schon beim Anwalt und habe mit ihm besprochen, wie schnell das mit der Scheidung gehen kann. Tja, ich finde, es wäre das Beste, die Sache möglichst rasch hinter uns zu bringen. Wenn du es wirklich ernst meinst und mir helfen willst, dann steh mir jetzt nicht weiter im Weg. Ich hatte nie die Absicht, dir weh zu tun. Aber ich habe den Bogen überspannt, ich weiß. Ich mach auf. Umzugsservice für Bridget. Ich schätze, Mom hat dir gesagt, dass es heute soweit ist. Ja. Sie ist mit den Kleinen rauf nach Big Bear gefahren zum Apfelfest. Tja, und ich bin hier, um dir zu helfen. Danke. Das ist wirklich lieb. Oh, ist mir eine große Freude, dir beim Auszug zu helfen. Mami und ich, wir müssen ganz dringend etwas besprechen und so lange bleibst du hier und spielst schön. Ja? Ist alles in Ordnung mit dir? Hier, nimm. Okay. Hör zu, ich hätte das sicher nicht zur Sprache gebracht, wenn ich dich nicht von ganzem Herzen lieben würde, mehr als du glaubst. Und wenn ich Jack nicht ebenso lieben würde, aber wir müssen das Problem lösen. Sieh dir Jack doch an, er ist so friedlich, so ausgeglichen und entspannt. Wann war er denn das letzte Mal so entspannt? Ich weiß ja, dass die Gene noch keine Familie machen, aber in diesem Fall vielleicht doch. Vielleicht braucht Jack meine Mutter und seine Geschwister Hope und RJ. Glaubst du wirklich, Brooke ist die bessere Mutter? Das sagt doch niemand, aber es gibt einen Grund, weshalb Jack keine Bindung zu dir aufbaut. Es gibt einen Grund, weshalb er bei dir so ist und bei Brooke anders. Taylor, du versuchst verbissen, den Sohn deiner größten Rivalin aufzuziehen, okay? Und Jack spürt das instinktiv. Er hat eine Antenne dafür. Ich glaube, er weiß es sogar. Und du weißt es auch. Ich habe eine Idee. Machen wir mal ein Experiment, okay? Meine Mutter, Hope und RJ sind gerade auf dem Weg hierher. Was, hierher? Ja, zum Apfelfest. Sie lieben es. Sie kommen jedes Jahr. Deshalb sind wir hergefahren. Du wusstest, dass sie kommen und hast mich nicht gewarnt. Ich wollte... Bitte sei mir nicht böse. Hör mir zu. Es ist nur ein Versuch. Mom, Hope und RJ verbringen ein wenig Zeit mit Jack. Und wir werden dabei zusehen und genau beobachten, wie er reagiert. Okay? Ich kann dir helfen, Bridget. Ich schätze, auf deine Hilfe kann sie gut verzichten. Hört auf, bitte.
Wenn ich geahnt hätte, wie du sie die ganze Zeit behandelt hast. Rich, ich will nicht, dass ihr euch meinetwegen streitet. Die Zeit, dass du jemanden an deiner Seite hast, dem du vertrauen kannst. Dein zukünftiger Ex scheint ja nicht zu wissen, was das Wort bedeutet. Ihr wieder weh zu tun. Sie wieder zu erniedrigen. Experiment? Ja, ein Experiment. Rick, er ist mein Sohn. Wir reden hier nicht von einem wissenschaftlichen Projekt. Das weiß ich, aber dein Sohn ist unglücklich mit seiner Mutter und das schon von Anfang an, Taylor. Obwohl du alles versucht hast, um ihn an dich zu binden. Es gibt Kinder, da ist das etwas schwieriger. Ach, komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, du hast schon drei Kinder großgezogen. Hast du denn nicht selbst gesagt, die Situation ist dieses Mal völlig anders? So ist es auch, ja. Es ist anders. Aber das ist kein Grund für mich zu resignieren. Ich möchte daran glauben, dass es irgendwann mit Jack besser wird. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Aber was wird es dich kosten? Du bist gerade dabei, deine letzten Kraftreserven aufzubrauchen. Denk mal zurück, wie das bei deinen anderen Kindern war. Sie hatten ihre Mutter, sie hatten ihre Geschwister, sie waren geborgen, sie hatten eine Familie. Familie ist wichtig für ein Kind, das macht viel aus, das weißt du. Wir sind also keine Familie, weil er allein aufwächst? Nein, hör zu, sieh mich an, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Was ich meinte ist, dass ich glaube, es gibt jetzt eine einmalige Chance für Jack. Klar, weil deine Mutter hierher unterwegs ist, zusammen mit ihren Kindern. Wann ist dir das eingefallen mit dem Experiment? Hattest du in dem Moment eine Erleuchtung Nein. oder brütest du seit längerem darüber? Neulich, nachts, da kam mir plötzlich die Idee. Erinnerst du dich noch? Ich habe allein im Bett gelegen, während du versucht hast, Jack zu beruhigen, der nicht schlafen wollte. Es war schon morgens, die Sonne ging auf. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich falsch mache. Du machst ja auch nichts falsch, Taylor. Ganz im Gegenteil. Ich wüsste nicht, was du bei Jack noch mehr machen solltest. Ich doch auch nicht. Ich mache alles. Ich mache alles, was mir möglich ist. Ich schwöre es. Ich habe alles versucht und je mehr ich es versuche, desto schlimmer wird es. Es wird schwieriger. Ja, ich weiß. Jetzt hör mal zu. Ich hab's dir doch eben gesagt. Jack hat ein Gespür dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass hier was falsch ist. Verstehst du? Er weiß instinktiv, dass hier etwas verkehrt läuft. Er kann das spüren. Deswegen ist er so widerspenstig. Rick, glaub mir, es ist allein meine Schuld. Nein, ich muss mir Vorwürfe machen. Ich hab versagt. Hör auf damit, wirklich, Taylor. Niemand bezweifelt hier ernsthaft deine Fähigkeiten als Mutter. Du hast dreimal bewiesen, dass du eine tolle Mutter bist. Nur das ist wichtig, nur das zählt. Niemand macht dir Vorwürfe. Hier geht es nicht um Vorwürfe, das wäre doch absurd und dumm. Im Gegenteil, ich will dich um was bitten. Ich möchte, dass du dir wieder bewusst wirst, was für eine ausgezeichnete Mutter du bist. Schon allein, weil es dir nie in den Sinn kommen würde, deine Bedürfnisse und dein Glück über die Bedürfnisse deiner Kinder zu stellen. Und deshalb solltest du... Was denn? Du solltest Jack loslassen. Es ist vielleicht besser, wenn er woanders aufwächst. Du meinst also bei Brock? Ist dir klar, was du da sagst? Diese Frau hat mich jahrelang gequält. Wieder und wieder. Und jetzt verlangst du, dass ich einverstanden bin, dass sie mein Kind großzieht? Ja, wir gehen gleich zum Apfelfest. Was macht ihr denn hier? Hi, Mom. Hi, ihr zwei. Hi, Rick. Hallo. Hi, Taylor. Hi, Brooke. Hey, sieh mal, da ist Jack. Cool. Er ist ja schon richtig groß geworden. Können wir spielen mit ihm? Natürlich, bitte. Klar. Darüber wird er sich freuen. Viel Spaß. Hallo, Jack. Komm mal her. Hi. Ist das alles? So gut wie. Ich will nur noch einen Blick in meinen Medizinschrank werfen und in ein paar Schubladen. Ja gut, mach das. Ich lade das Zeug schon mal ein. Okay, danke. Sie ist eine unglaublich taffe Frau. Ja, das ist sie. Sie gehört sicherlich zu den wundervollsten Menschen auf dem Planeten. Wie konntest du ihr das antun?
Nach allem, was sie für dich und Katie getan hat. Forrester, das geht nur Bridget und mich was an. Ich muss mich vor dir nicht verteidigen. Es gibt auch nichts zu verteidigen, Nick. Was du ihr angetan hast, ist unverzeihlich. Ein paar Dinge hätten nicht geschehen dürfen. Ich bedauere, dass ich Bridget wehgetan habe. Aber die Sache ist komplizierter, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Und was ist daran so kompliziert? Jemandem treu zu sein, den man angeblich liebt, den man geheiratet hat? Warum fragst du das nicht, Brooke? Ich wette, sie hat eine Erklärung dafür. Ich hatte es mit der Treue zu dir auch nicht immer so genau genommen. Und weißt du was? Du hast dir verziehen. Nick, du warst wie eine eitrige Pestbeule, die unsere Ehe infiziert hat. Das alles ist Vergangenheit. Gott sei Dank hat Bridget dich jetzt auch verlassen. So wie Brooke. Und das für immer. Ich kann dich einfach nicht ausstehen. Und wenn die Sache hier vorbei ist, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Und zwar endgültig. Ja, genau. Nein, falsch, Jack. Der muss hier hin. Wenn du wusstest, dass ich mit den Kindern herkomme, warum seid ihr denn nicht erst morgen hergefahren? Wir sind schon seit gestern hier und das war Absicht. Das verstehe ich nicht. Ich hab dir doch schon erzählt, wie es mit Taylor und Jack läuft, also wie es nicht läuft. Tja, wir haben lange genug darüber geredet, jetzt müssen wir handeln. Was heißt das? Das heißt, wir müssen jetzt unvoreingenommen sein und das Wichtigste in den Mittelpunkt rücken. Und das ist Jack. Und was das Beste für ihn ist. Deshalb dachte ich, er sollte vielleicht mal mit seinen Geschwistern zusammen sein. Und seiner biologischen Mutter. Weit weg vom Alltag in Los Angeles. Ich denke, dass das was bringen könnte. Taylor, sag mal, ist mit Jack alles in Ordnung? Du wirkst irgendwie verstört. Mom, warte. Hier, bitte konzentrier dich nur auf mich. Es ist wirklich wichtig. Es geht um Jack, einen kleinen Menschen, der leider von seiner biologischen Familie getrennt wurde. Und es funktioniert nicht. Mit Taylor und Jack. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube, dass er irgendwas vermisst. Was immer Taylor auch versucht, er baut einfach keine Bindung zu ihr auf. Er geht nicht auf sie ein. Womöglich, weil du in seiner Nähe zu verkrampft bist. Mag schon sein. Ich bin tatsächlich etwas nervös. Mir geht vieles durch den Kopf, was ich ausblenden will. Nein, aber Taylor, hör auf. Hier geht es darum, was das Beste für Jack ist. Und was ist das Beste für Jack? Worauf wollt ihr hinaus? Tja, deswegen sind wir hier, Mom. Das wollen wir rausfinden. Oh mein Gott. Sollte es vielleicht heißen, dass du mir Jack überlassen willst? Will Rick das damit andeuten? Seid ihr deswegen hier? Du willst Jack mir überlassen? Ich soll seine Mutter sein? Ich bin Jacks Mutter. Und ich wünsche ihm, dass er glücklich wird. Das hat er wirklich verdient. Vielen Dank. Danke sehr. Was soll das? Mit der Frau meines Vaters. In seinem Haus. Männer. Ihr seid alle gleich schlimm. Wie geht's deinem Vater? Er ruht sich aus. Gut, er hat sich die ganze Nacht hin und her gewälzt. Du warst bei ihm? Ja, es musste sein. Besonders nach Donners verrücktem Auftritt und der Aufregung wegen Brooke. Aber sie hatte mit Donners Überfall überhaupt nichts zu tun. Entschuldige mal.
Sie hat ihn gebeten, die Sache noch mal zu überdenken und sich Donners Erklärungen anzuhören. Wieso hätte sie das tun sollen, wenn sie gewusst hat, dass Donner sich zu ihm reinschleicht? Vielleicht wollte sie ein bisschen vorfühlen. Hoffentlich bleibt's dabei. Mach dich nicht verrückt und versuch einfach zu glauben, dass du sie nie mehr mit Eric sehen wirst. Das fällt mir schwer. Glaubst du, sie taucht noch mal auf? Ich würde ihr dringend davon abraten. Versuch wenigstens, Dad zuliebe gelassen zu bleiben. Und dir zuliebe? Nein. Brooke und ich haben beschlossen, dass wir uns nicht in den Streit reinziehen lassen. Das geht nur Dad und Donner was an. Tja, ich glaube, es ist vorbei. Dad weiß jetzt, was er will. Und in unser Leben kann wieder Normalität einkehren. Und was unsere Hochzeit angeht, Brooke und ich wollen, dass ihr beide, du und Dad, mit uns feiert. Gemeinsam. Ich bin Jacks Mutter. Ich liebe Jack. Ich weiß, dass du ihn liebst. Und du würdest alles dafür tun, dass er glücklich wird. Vielleicht ändert sich ja gar nichts, aber es besteht wenigstens die Möglichkeit. Und Mom, auch du bist zumindest im biologischen Sinn Jacks Mutter. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie besser ist als ich. Taylor, bitte. Es geht nicht darum, wer von euch beiden die bessere Mutter ist. Es geht um Jack. Und was für ihn das Beste ist. Du hattest in letzter Zeit große Schwierigkeiten mit ihm. Falls du eine Pause brauchst, ich bin sicher, Nick würde sofort... Es geht nicht um eine Pause. Ich will einfach nur das Beste für Jack. Ich weiß, was er braucht, nur leider kann ich es ihm nicht geben. Dabei habe ich mich so angestrengt. Ich weiß, dein Verhältnis zu mir ist schwierig. Nicht zuletzt wegen Jack. Und dass du überhaupt an sowas denkst. Weil du willst, dass es deinem Kind gut geht, ist für mich schockierend. Aber ich bin auch sehr beeindruckt. Verzeihen Sie bitte, ich esse gerade. Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Eigentlich ist mir der Appetit vergangen. Ich weiß, Sie wollen das nicht hören. Aber ich liebe Donna. Was wissen Sie denn schon von Liebe? Ich weiß, dass sie meine Gefühle nicht erwidert. Weil sie ihren Vater liebt. Trotzdem ist ihre Ehe gescheitert, und zwar ihretwegen. Ohne mich wäre sie vielleicht nicht mehr am Leben. Und ihr Vater auch nicht. Erwarten Sie, dass ich Ihnen dafür dankbar bin? Ich will Ihnen nur etwas begreiflich machen. Das ist jetzt mal wieder typisch, Mann. Alle wollen, dass ich... Was bitte soll ich Ihrer Meinung nach verstehen? Verzeihen Sie? Das auch. Verzeih mir bitte und versteh endlich. Ja, genau das sagen Sie immer. Ich merke nur, dass Sie offensichtlich mit irgendwas nicht klarkommen. Und ich bin nicht hier, um das auszubaden. Aber natürlich nicht. Sie doch nicht. Nein, ich wette, Sie sind wie mein Mann, können im Nu alles wieder gut machen, sind mitfühlend und charmant und so süß, dass ich einfach nicht widerstehen kann. Also ziehen Sie Leine und gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Damit alle hier denken, ich hätte mich mit Ihnen gestritten? Niemals. Dieses Spiel hier mag ich ganz besonders. Hope und RJ, bitte teilt eure Spielsachen mit Jack. Er ist viel kleiner als ihr. Ihr dürft ihm nichts wegnehmen, ja? Gut. Ja, gut so. Keine Angst. Es muss ja nicht für immer sein. Wir versuchen es einfach mal. Er wirkt zufrieden. Er hat viel Spaß mit den Kindern. Oh, Jack. Er hat geschummelt. Ja, ich glaube, er mag mich nicht. Nicht so schlimm. Warte. Schau mal, wie glücklich und entspannt er ist und wie er lacht. Was ist das? Oh, ich weiß, was. So habe ich mir das damals vorgestellt. Beim Streit um das Sorgerecht. Jetzt ich. Überleg. Dass wir beide. Was könnte das sein? Gemeinsam lachen und spielen. Ja, das ist richtig. Und als er dann endlich mit nach Hause durfte, dachte ich, das Schlimmste wäre vorbei. Gut geraten, Hope. Und jetzt sind RJ. Wir könnten Zuneigung füreinander empfinden und alles wäre gut. Ja, ich auch.
Das kommt hin. Doch daraus wurde nichts. Das muss ich mir mal genauer ansehen. Was ist das? Oh, da sind aber viele Süßigkeiten. So das viele. Das kommt hier oben drauf. Oh, willst du das essen? Nicht essen, nicht essen. So ist es optimal für dich. Schau mal. Oh, kommt das wirklich? Genau so was wünsche ich. Versuch's mal, leg's drauf. Ja, passt genau. Wieso kann ich ihm das nicht geben? Magst du das? Sag dann da. Das hier ist auch für dich. Okay, okay, gib es ihm. Das ist für Jack. Gib's ihm in die Hand. Wissen Sie was? Sie können sich Ihr Mitleid sparen. Sie kennen mich nicht mal. Ich weiß, wie das bei Ihnen ist. Sie verschenken Ihr Herz und alle trampeln darauf herum. Wow, aber bei Ihnen und Donna war das anders. Sie haben sich sehr geliebt, ha? Vielleicht war es nur für mich so und ich hab's mir nur eingebildet. Aber das sind ja die besten Liebesgeschichten. Niemand macht einen Fehler und alle leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Sowas gibt's nicht im richtigen Leben. Naja, manchmal schon. Nicht bei mir. Noch nie? Ich suche mir garantiert immer den Falschen raus. Beim nächsten Mal sollten Sie sich vielleicht erobern lassen. Habe ich auch schon versucht. Das war die schlimmere Variante. Okay, Sie sind ein Pechvogel. Habe ich recht? Oder verflucht. Ja, vielleicht. Sie denken, ich mache Witze, aber ich mein's ernst. Ich glaube nicht an einen Märchenprinzen. Okay, fein, dann kann ich ja gehen. Ja, dann wäre ich ein klein wenig glücklicher. Okay. Sie hassen alle Männer und ich alle Frauen. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann hassen wir uns noch morgen. Nick hat Bridget wieder enttäuscht. Oh mein Gott. Der Typ ist ein totaler Loser. Ach, alle haben geahnt, dass sowas passieren könnte. Tja, alle außer Bridget. Er hat sie richtig eingewickelt. Aber sie wusste, dass Katie was für ihn empfindet. Ja, das ist wahr. Was mich allerdings überrascht hat, wirklich überrascht hat, ist, dass Katie ihren Gefühlen für Nick am Ende doch nachgegeben hat. Das ging Bridget genauso. Noch dazu, wo Bridget alles getan hat, um ihr das Leben zu retten. Es ist einzig und allein Nicks Schuld. Er nutzt die Schwächen der Frauen schamlos aus. Es läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Bridget ist bestimmt fix und fertig. Aber Moment mal, was wird jetzt aus dem Baby? Es hat Taylor. Und Brooke. Jetzt fang nicht wieder damit an. Du hast die Absicht, eine Frau zu heiraten, die ein gemeinsames Baby mit Nick hat, dem Mann, der für dich ein Loser ist? Schatz, mach dir nichts vor, damit gehört er zu eurem Eheinventar. Nein, das sehe ich ganz anders. Rich, Brooke hat sich von Nick und dem Baby nur aus Rücksicht gegenüber Bridget ferngehalten. Und wenn Bridget und Nick jetzt nicht mehr zusammen sind, bedeutet das, nichts wird so sein wie früher. Rick, die Kinder sollten mal an die frische Luft. Oh ja, absolut. Hope, RJ, kommt mit. Ich zeig euch, wo ich früher immer geklettert bin. Jack, du darfst jetzt mal ein bisschen allein spielen, okay? Und ich rede mit deiner Mami. Wenn man ihn irgendwo allein hinsetzt, fängt er gleich an zu quengeln. Schön lieb sein. Wir sind ja da. Hope und RJ haben ihn ganz schön angestrengt. Er ist zu müde zum Quengeln. Ja, als ich sie beim Spielen beobachtet habe, musste ich an Thomas und die Mädchen denken, als sie noch klein war. Hope und RJ lieben ihn sehr. Und ich auch. Aber das weißt du ja. Sonst wärst du nicht auf diese Idee gekommen. Taylor, wenn du dir nicht sicher bist... Ich kann nicht mehr. Ich habe alles versucht. Du bist erschöpft. Das sieht man dir an. Das stimmt. Ich bin mehr als erschöpft. Und nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon das ganze Jahr. Ich habe mit ihm so viel durchgemacht. Als seine Mutter will ich, dass er es gut hat. Und ich hätte es wissen müssen. Schließlich hast du ihm Knochenmark gespendet. Ich hätte es wissen müssen. Du hättest das auch gemacht. Aber ich konnte nicht. Er hat deine DNS. Du hast sein Leben gerettet. Taylor, du warst 9 Monate mit ihm schwanger.
Du hast Jack zur Welt gebracht. Und was hast du nicht alles durchmachen müssen, um schwanger zu werden? Bei mir schläft er nicht mal ein. Ich habe alles ausprobiert, sogar Experten gefragt. Ich habe in meinen psychiatrischen Fachbüchern nachgelesen. Ich habe mir Studien angesehen, mich beraten lassen. Ich war noch fürsorglicher. Ich habe alles versucht. Nichts ging. Es gibt nichts, was ich tun kann. Nichts hat funktioniert. Und wenn er bei dir ist, sehe ich, dass er auf dich reagiert. Das ist der Unterschied. Er sieht dich an und verliert sich in deinen Augen und ist eins mit dir. Er lacht und er kichert und er ist glücklich. Als ob er es ganz genau spüren würde. Ich hatte damals solche Probleme nicht, als Thomas und die Mädchen so klein waren. Ich habe alles versucht, aber es war nie genug für ihn. Er braucht mehr, irgendwas, was ich ihm nicht geben kann. Als seine Mutter muss ich seine Bedürfnisse über alles andere stellen. Was willst du sagen, Taylor? Wovon genau versuchst du mich zu überzeugen? Also, keine Männer mehr. Tja, ich suche mir immer die Falschen aus und umgekehrt. Sind Sie sich da wirklich sicher? Sie kennen mich nicht, sonst würden Sie sowas nicht fragen. Okay, also keine Männer mehr, keine blöde Anmache mehr, Ende Gelände, das war's genau. Dann. Genau, finito. Okay. Das war's dann. Aus irgendeinem Grund glaube ich einfach nicht, dass eine Frau wie Sie mit der Liebe abgeschlossen hat. Wieso fängst du wieder damit an? Ich mach mir Sorgen, damit wird sich alles ändern. Brooke will mit uns leben, in unserer Familie. Gemeinsam mit mir. Ja, aber sie wird ihr Kind von Nick mit in die Ehe bringen. Aber nein, das würde Taylor doch nie erlauben. Mach dich nicht verrückt. Es wird alles gut. Ich war immer eine gute Mutter, aber das bringt mich fast um. Ich sehe das Problem ganz genau, aber ich kann es nicht lösen. Ich meine, ich kenne diese Probleme durch meinen Beruf. Ich weiß, was zu tun ist und ich versuche es und lass mich beraten. Und nichts funktioniert, nichts, trotz meiner langjährigen Erfahrung. Ich verstehe das auch nicht. Es liegt an mir. Mein Sohn ist unglücklich, Brooke, meinetwegen. Ich liebe ihn. Er ist mein Kind, ich liebe ihn. Aus tiefstem Herzen, wie alle meine Kinder, aber es ist einfach nie genug. Ich weiß, dass irgendetwas zwischen uns steht, schon seit er auf der Welt ist. Ich habe einfach Angst. Ich habe Angst vor dir und vor der Beziehung, die du zu ihm hast. Und dann sind da die ganzen Sorgen und Spannungen und nicht zuletzt das ständige Bewusstsein. Wie hat Rick das mal treffend beschrieben, dass ich den Sohn meiner Rivalin großziehe? Und ich weiß, dass er das spürt. Er spürt es körperlich, wenn ich ihn auf den Arm nehme und trösten will. Und ich spüre es auch. Ich spüre diese Spannung in meinem Körper. Und ich kann einfach nichts. Ich kann nichts dagegen tun. Und dann fängt er wieder an zu weinen. Und ich versuche, ihn zu trösten. Ich weiß genau, was ich tun müsste, aber ich kann nicht. Und er weint noch mehr. Und ich verkrampfe mich. Und dann stößt er mich weg. Und das regt mich noch mehr auf. Und dann versuche ich, ihn wieder zu trösten. Doch es wird immer nur schlimmer und schlimmer und ein Baby braucht seine Mutter und ich bin nicht imstande, eine Beziehung zu ihm herzustellen. Irgendwas läuft schief. Im Leben eines Menschen sind die ersten Jahre entscheidend. Es gibt nur einmal die Chance, es richtig zu machen und ich mache nichts richtig. Ich habe versagt. Es ist, als ob ich immer tiefer falle und ich will ihn nicht mit in die Tiefe ziehen. Jake soll eine glückliche Kindheit haben. Er hat das verdient und ich kann es ihm nicht geben. Es ist nicht möglich mit mir.
Er braucht etwas anderes. Ich muss ihn aufgeben. Er braucht etwas, das ich ihm nicht geben kann. Du kannst es ihm geben, Brooke. Du hast mir immer wieder gesagt, dass du dich zu Jack hingezogen fühlst und dass du ein Teil seines Lebens sein willst, weil du ihn von ganzem Herzen liebst. Ist das immer noch so? Ja. Genau das braucht er. Eine Mutter, die ihn liebt. Von ganzem Herzen, bedingungslos und ohne jeden Zweifel. Wirst du ihn lieben und ihm alles geben? Ja. Ja. Alles, was ich nicht kann? Oh, bitte. Taylor, ich... Bitte gib ihm deine Liebe. Liebe ihn einfach. Mehr will ich nicht. Bitte. Aber ja. Das werde ich. Ich werde Jack lieben. Mit all meiner Kraft. Du wirst hier leben, als mein Sohn, mein Kind. Und dann ist unser Glück perfekt. Hey, schön wieder da. Hey. Ja, Katie und ich haben die Kinder ins Bett gebracht. Wie war das Apfelfestival? Haben die Kinder sich überfressen? Oh, nein, ausnahmsweise nicht. Aber es war ein ganz, ganz besonderer Tag. Ist Mom schon von Big Bear zurück? Sie kommt sicher gleich runter. Sie wollte sich noch umziehen. RJ ist in einen Rosenbusch gefallen. Ich dachte, du wärst umgezogen und würdest jetzt bei Nick wohnen. Hat nicht geklappt. Zurzeit fällt es uns schwer, uns auch nur in die Augen zu sehen. Hey, okay. Gib mir die Tasche. Hey, kleiner Mann. Er ist müde, die Fahrt war sehr anstrengend für ihn. Dann schläft er nachts vielleicht durch. Ja, wir kommen gerade von Big Bear. Und wie war's? Er hatte Spaß. Hope und RJ haben schön mit ihm gespielt. Und Brooke auch. Sie hat nicht gewusst, dass wir dort sind. Aber es war okay. Auch für mich war es voll und ganz okay. Ja, vielleicht sollten wir mehr darauf achten, dass Jack Zeit mit anderen Kindern verbringt. Richtig. Ich glaube, damit wäre sicher einiges gewonnen. Nick, hör zu. Ich brauche jetzt ganz dringend deine Hilfe. Klar, ich werde alles tun, damit du mit dieser Situation gut zurechtkommst. Naja, es geht nicht um mich, sondern um Jack. Darum, was er jetzt braucht und was ich nicht in der Lage bin, ihm zu geben. Du kannst es ihm geben. Du bist seine Mutter. Und Brooke auch. Ja, rein genetisch. Ich nehme ihn. Siehst du, genau das muss ich ändern. Ich weiß, es ist das erste Mal, dass ich an diesem Tag nicht mit dir hochgefahren bin. Aber ich wollte mich heute um meinen Vater kümmern. Das war für uns beide sehr wichtig. Schon in Ordnung. Wir hatten sehr viel Spaß, die Kinder und ich. Ich unternehme sehr gern auch mal was allein mit den Kindern. Manchmal frage ich mich, wie du das schaffst, allen Menschen in deiner Umgebung so viel Liebe zu geben. Weißt du, das fällt mir nicht schwer. Ich könnte noch viel mehr Liebe geben. Wir müssen hier nicht alle Verlierer sein. Wenigstens für dich könnte die Sache ja noch einen guten Ausgang nehmen. Ich fürchte, dass ich das gar nicht will. Du willst sicher auch nicht, dass deine Ehe in die Brüche geht. Meine Ehe ist vorbei. Ich war schon beim Anwalt. Ich nehme einfach wieder meine alte Rolle
als Nicks Ex-Frau ein. Und überzeuge die Frau, mit der er gerade schläft, davon, dass das für mich schon in Ordnung geht. Nick liebt dich, Bridget. Daran ändert auch eine Scheidung nichts. Oh, ich bin mir sicher, dass er sich kurze Zeit schuldig fühlt, aber das vergeht wieder. So läuft es immer. Und im Übrigen sind diesmal zwei Kinder involviert. Deines und Jack. Ich glaube, ich werde den Kleinen mehr vermissen als Nick. Taylor, was hat Brooke dir erzählt? Ich will ihr diesmal keine Schuld geben. Normalerweise tue ich das diesmal nicht. Worüber reden wir denn hier? Du hattest so viele Probleme mit ihr in der letzten Zeit. Bitte, ich will dir was zeigen. Schau genau zu, bitte. Hey, mein Süßer. Willst du raus? Komm schon. Willst du rauskommen? Schätzchen. Du hast selbst gesagt, dass er müde ist. Normalerweise reagiert ein Baby anders auf seine Mutter. Er sollte seine Ärmchen zu mir hochstrecken und zu mir auf den Arm wollen. Mich anlachen, aber er weint ja noch nicht mal, wenn ich das Zimmer verlasse. Eigentlich sollte ich für ihn der wichtigste Mensch auf der Welt sein. Ich glaube, du solltest dir etwas Zeit geben. Hab Geduld. Nick, bitte, ich bin Psychiaterin. Ich weiß sehr gut Bescheid über frühkindliche Entwicklung und psychische Probleme, die sich daraus ergeben können. Wenn ein Kind nicht früh eine Bindung zu seiner Mutter entwickelt, entwickelt es keine Identität. Es fühlt sich nicht geborgen. Es ist für jedes Kind wichtig zu wissen, wer seine Mutter ist. Und Jack lehnt mich ab. Ach, dass ich's nicht vergesse. Bridget will sich scheiden lassen. Falls Nick dir leid tut, mach dir keine Sorgen. Er wird sie schon wieder rumkriegen. Ich glaube, Bridget tut das Richtige. Wir sind alle enttäuscht und wollen die Sache so schnell wie möglich vergessen. Zumal hier schließlich auch ein Kind involviert ist. Ja, Katies Baby. Also, wenn du mich fragst, dann sollte sie sich gar nicht erst mit Nick einlassen. Eigentlich habe ich damit ein ganz anderes Kind gemeint. Jack. Oh. Ich hoffe sehr, dass Katie so schlau ist, keine Beziehung mit Nick einzugehen. Der Typ ist nämlich leider so veranlagt, dass er keiner Frau treu bleiben kann. Was für eine Zukunft hätte sie mit ihm? Was ist? Mir wäre es lieber, wenn wir über unsere Zukunft sprechen würden. Oh, na ja. Eigentlich dachte ich, dass wir schon alles besprochen hätten. Und ein wunderbares gemeinsames Leben vor uns liegt. Du weißt, ich würde alles für dich tun. Nicht wahr? Ich glaube, du denkst immer noch, dass Nick zwischen uns steht. Logan, du bist ein sehr nachsichtiger Mensch. Vielleicht zu nachsichtig. Und es hat wahrscheinlich Zeiten gegeben, wo ich das ausgenutzt habe. Aber ich muss mich einfach darauf verlassen können, dass es zwischen dir und Nick Marone aus ist. Er ist schon lange keine Gefahr mehr für uns und unsere Liebe, Ridge. Er scheint deine Gefühle wirklich sehr verletzt zu haben. Du bist verbittert. Nick ist mein Halbbruder, rein biologisch. Und als ich das erfahren habe, dachte ich, es bedeutet uns beiden was. Für ihn hat es keine Bedeutung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du nimmst ihn immer in Schutz. Er war sicher mehr als überrascht. Ich meine, plötzlich einen Bruder zu haben, kann einen wirklich ganz schön schockieren. Wem sagst du das? Aber er hat es nie akzeptiert und er hat es auch nie versucht. Anders als du. Du warst bereit, dein Bild von Familie neu zu definieren. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich eigentlich dafür bewundere. Vielen Dank. Kinder gehen mit sowas leichter um. Hope und RJ wissen, dass sie zwei verschiedene Väter haben. Und ihre Herzen sind so offen.
Logan, worauf willst du eigentlich hinaus? Ich bin wie du. Ich denke, Blutsverwandtschaft bedeutet sehr viel. Moment, du willst mir doch nicht etwa sagen, dass ich wieder Vater werde, Logan? Nein, aber wenn vielleicht... Dann wäre ich begeistert. Meinst du nicht, wir sind schon zu alt? Soll das ein Scherz sein? Meinetwegen können wir Kinder kriegen, bis wir 95 Jahre alt sind. Ich liebe dich. Wieso guckst du so? Gibt es irgendetwas, was dich beunruhigt? Ich hoffe nur, dass unsere Herzen immer offen sind. Wofür? Für all das Gute, das uns im Leben begegnen kann. Weißt du, als ich damals an diesem 12-Schritte-Programm teilnahm, hieß einer der Leitsätze: Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. Und was hat das mit Jack zu tun? Immer wenn ich versuche, besonders gut zu sein, kommt mir mein Konkurrenzdenken in die Quere. Ich spreche von Brooke, ich wollte schon immer die Bessere sein. Na gut, das... Ja, das verstehe ich. Nein, das glaube ich nicht. Ich will dir klar machen, was diese Jahre, in denen ich Brooke als Rivalin betrachtete, aus mir gemacht haben. Ich werde dir etwas sagen, was ich noch keinem erzählt habe. Ich habe mich Brooke noch nie ebenbürtig gefühlt. Ich vergleiche mich permanent mit ihr. Ich vergleiche mein Aussehen mit ihrem, mein gesamtes Erscheinungsbild, mein Talent, Charm zu versprühen, meinen Stil. Und wenn ich dann immer wieder gegen sie verliere, weißt du, was ich dann mache? Dann fange ich an, mich komplett abzuwerten. Und seit ich weiß, dass Jack biologisch das Kind von Brooke ist, vergleiche ich mich auf andere Art wieder mit ihr. Ich war überhaupt keine Mutter. Ich wollte immer nur gewinnen. Und wieso erzählst du mir das jetzt alles? Ich meine... Weil Babys alles mitkriegen. Sie spüren genau, was ihr Gegenüber empfindet. Und alles, was ich empfand, war Angst, Verbitterung und Wut. Jack konnte zu mir keine emotionale Beziehung entwickeln. Der Kleine hat meine Panik gespürt, weil ich mich ständig als Versagerin fühlte und weil ich mich immer nur mit Brooke verglich. Bei einer solchen Gefühlslage entwickelt sich keine Liebe. Glaubst du, es fällt mir leicht, diese Niederlage einzugestehen? Nein, und ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass ich diesen Teufelskreis durchbrechen kann, dass alles ganz prima und wunderbar ist. Das wäre Jack gegenüber nicht fair. Er verdient eine unbeschwerte Kindheit. Es ist Zeit, mich zurückzuziehen. Ich werde dann mal wieder gehen. Ich weiß nicht, wo sie bleibt, aber sag ihr, dass ich mit ihr plaudern wollte. Kann ich dir noch was sagen? Wenn's was Neues ist. Ich habe nichts mit Nick. Aber ich habe einen Wunsch. Ich wage es kaum zu sagen. Aber du fehlst mir. Du warst meine beste Freundin. Und so verrückt es auch klingen mag, ich hoffe, dass wir wieder Freundinnen sein können. Ich habe Nick freigegeben. Das war deutlich mehr, als du jemals von mir hättest erwarten können. Habe ich recht? Tut mir leid, Katie. Bei mir kannst du dich jetzt leider nicht mehr ausheulen.
Wenn jemand das Zeug dazu hat, sich auch alleine um mein Kind zu kümmern, dann bin ich das. Also, wenn du wirklich glaubst, dass du Jack mehr schadest als nützt und du etwas Abstand brauchst für ein Jahr oder zwei, dann kann ich einspringen. Ich weiß, du bist ein guter Vater, ich weiß das, aber er braucht seine Mutter. Die nächsten Jahre sind entscheidend für sein ganzes Leben. Der Kleine braucht seine Mutter jetzt und Brooke ist bereit dazu. Mir ist klar, was du meinst, Taylor, aber du weißt, das würde bedeuten, dass Rich mit ins Spiel kommt. Und ich will auf keinen Fall, dass dieser Kerl, der mich auf den Tod nicht leiden kann, an der Erziehung meines Sohnes beteiligt ist. Rich hat nichts damit zu tun, nichts, wenn du nur gesehen hättest, wie Jack zusammen mit RJ und Hope auf dem Boden gesessen und gespielt hat. Er war glücklich und zufrieden, er hat nie vorher so wundervoll gelacht, ich war total verblüfft, es war unglaublich. Er müsste nicht mehr andauernd weinen, so hätte er es viel besser. Ich will, dass er glücklich ist. Ich will, dass er zufrieden ist. Aber der Abschied von ihm wird mir schwer fallen. Ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Leute auch so ein Leben führen. Habe ich nicht vorhin erst Rasen gemäht und jetzt liege ich nackt im Bett. Die anderen Leute können einem wirklich leid tun. Ich habe eine total verrückte Idee. Ja. Lass uns im Garten heiraten. Was soll daran verrückt sein? Und niemanden einladen. Nein, im Ernst, ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass deine Schwester Donna und meine Eltern mit uns zusammen feiern. Hm. Ja. Und dann wären da noch Katie und Bridget. Hm. Das kann nicht funktionieren. Und Rick will ich ehrlich gesagt auch nicht sehen. Sonst ist Taylor auch mit dabei. Das passt doch alles nicht zusammen. Wenn wir darauf warten, bis all diese Leute, die wir einladen müssten, ihre Probleme gelöst haben, dann könnten wir frühestens heiraten, wenn wir schon einen Gehwagen brauchen. Habe ich recht? Nein, ich finde, diesmal sollten Hope und RJ unsere Trauzeugen sein. Hm. RJ ist mein Trauzeuge und Hope ist deine Brautjungfer. Ich meine, die beiden sind sowieso das Wichtigste in unserem Leben. Ja. Ich denke darüber genauso wie du. Alles andere ist ganz weit weg. Manchmal glaube ich, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, weil nichts anderes mir zählt. Nur noch die Kinder. Die Liebe zu dir. Deshalb muss ich dir jetzt auch etwas verraten. Und dich etwas fragen. Rach, in Big Bear ist etwas passiert. Du bist jetzt ein braver Junge, okay? Sonst habe ich dir abends immer gesagt, dass wir uns später nochmal sehen. Aber das werde ich heute nicht tun. Ich liebe dich über alles. Ich wünschte, ich könnte dich spüren lassen, wie sehr ich dich liebe. Ich werde immer für dich da sein. Nicht als deine Mami, aber ich werde immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. War dort? Wir brauchen langsam eine Reservierungsliste für die Hütte. Das war nicht das Problem. Wenn Rick und Taylor rauffahren wollen, dann sollten sie das wenigstens vorher mit mir absprechen. Ich habe keine Lust, von ihnen überrascht zu werden. Ich verstehe, es geht aber nicht wirklich um die beiden. Taylor hat mir gesagt, dass sie eine Entscheidung getroffen hat. Sie ist der Meinung, ich wäre eine gute Mutter für Jack. Thank you.
gelten die Warnungen für ganz Los Angeles und die Gegend von San Bernardino. Die Santa Ana-Winde sind wieder aus der Wüste zurückgekehrt. Leute, das wird heute eine heiße Nacht in Los Angeles. Komm her, komm her. Du sollst für Taylors Baby die Mutter sein? Sie hat wirklich sehr große Bindungsprobleme mit Jack. Und sie will wirklich, dass du das machst? Ja. Bist du sicher? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Taylor ausgerechnet dich als Mutter ausgesucht hat. Aber ich bin doch nicht irgendjemand, Rich. Ich bin Jacks Mutter. Ich komme gerade von Nick. Wie hat er reagiert? Er war ziemlich überrascht. Aber er hat es verstanden, oder? Nein, ich musste es ihm erklären. Er konnte es nicht fassen, dass ich mein Kind tatsächlich Brooke gebe. Und er weiß, ich würde das niemals tun, wenn ich es nicht für das Beste hielte. Es ist so schwer loszulassen. Hey, die Tür war offen, deswegen bin ich. Ich lasse etwas frische Luft rein. Ist eine heiße Nacht. Ja, die St. Anna-Winde sind heftig. Wie geht's dir? Dem Baby geht's gut. Ich war bei Dr. Caspary. Das ist schön. Und was ist mit dir? Mir geht's gut. Bestens. Wir haben länger nicht mehr miteinander gesprochen. Ich habe heute mit Bridget geredet. Taylor hat jede Menge Probleme mit Jack. Und ich habe es erst vor kurzem herausgefunden. Aber das Ganze geht jetzt schon monatelang, seit Taylor das Sorgerecht für Jack erhalten hat. Wie hast du das genannt? Bindungsprobleme? Jedes Mal, wenn Taylor ihn hält, fängt er an zu weinen. Vielleicht trägt er Zähne. Babys können aus 1000 verschiedenen Gründen weinen. Nein, das ist bedeutend schwerwiegender. Hat sie denn schon mal beim Kinderarzt nachgefragt? Ja, und auch bei vielen Experten. Es ist einfach so, dass Jack auf Taylor nicht so reagiert, wie ein Baby auf seine Mutter reagieren sollte. Inzwischen hat Taylor das akzeptiert und das war für sie ein riesengroßer Schritt. Ich finde das absurd. Du hast dir sicher gesagt, dass das keine gute Idee ist. Logan? Logan, du hast doch wohl nicht eingewilligt. Du hast mit Bridget geredet? Ja, sie versucht darüber hinwegzukommen, aber offenbar ist sie immer noch sehr aufgebracht. Das weiß ich. Hast du sie gesehen? Ja, sie war hier, um ihre Sachen abzuholen. Oh. Tut mir leid, ich habe gedacht, dass ihr nach einer gewissen Zeit wieder zueinander findet. Sie will die Scheidung. Ihr Entschluss steht fest. Irgendwie ist das komisch. Sie hat heute was zu mir gesagt. Und was genau? Sie hat gesagt, dass sie möchte, dass du und ich genauso nach vorne blicken, wie sie es getan hat. Und sie findet, dass wir es gemeinsam tun sollten. Glaubst du, sie hat es so gemeint? Ja, ich glaube schon. Sie denkt zuerst an alle anderen. Das ist typisch für sie. Diesmal sind es die Kinder. Unser Baby und Jack. Jack. Ja, wie geht es ihm? Hast du noch nicht mit Brooke geredet? Nein. Taylor hat große Bindungsprobleme mit Jack.
Und sie hat Brooke gebeten, die Mutterrolle zu übernehmen. Logan, jetzt sag bloß nicht, dass du eingewilligt hast. Dieses Kind braucht dringend eine Mutter. Na schön, dann soll Katie oder Jackie einspringen. Weißt du denn nicht, wie kompliziert das für alle werden würde? Kompliziert für wen? Für jeden von uns. Ganz besonders für dich. Es wäre nicht kompliziert für mich. Ich liebe dieses Baby. Das weiß ich, aber was ist, wenn Taylor irgendwann ihre Meinung ändert? Denn sie liebt das Kind genauso wie du. So weit wird es nie kommen. Das weißt du nicht. Will sie dir das volle Sorgerecht übertragen? Das kann sie nicht. Nick und sie haben gemeinsames Sorgerecht. Oh, dann wirst du mit Nick den Jungen großziehen. Nein, Rahit. Nick ist der Vater von Jack. Also, wenn er nicht bei Nick ist, dann habe ich gehofft, dass du und ich ihn großziehen könnten. Brooke, du bist ein wunderbarer Mensch. Du bist eine wunderbare Mutter. Aber diese Idee würde meiner Meinung nach eine völlige Katastrophe heraufbeschwören. Ich kann da nicht mitmachen, Brooke. Du musst Taylor einfach sagen, es geht nicht. Was denkst du? Ist Rich in der Lage, Nicks Kind großzuziehen? Rich? Er wird es schon schaffen. Meine Mom wird mit ihm reden und ich würde mir deswegen echt keine Sorgen machen. Und was ist, wenn es nur darum gegangen wäre, dem Baby ein liebevolles, stabiles Zuhause zu geben und meine Entscheidung falsch war? Wenn es Streit gibt zwischen Rich und Brooke, das könnte sich auf ihn auswirken. Okay. Wer ist denn hier diejenige, die mir dauernd sagt, ich soll positiv denken? Ich bitte dich. Das versuche ich ja, aber immerhin habe ich ihn ausgetragen. Und ich möchte, dass er eine glückliche Kindheit hat. Ich weiß. Und was ist, wenn ich ihn irgendwo hingebe, wo er nicht zu 100% akzeptiert wird? Und was ist, wenn alles auseinanderbricht und nicht funktioniert? Das würde dem Kleinen wirklich schaden. Okay, Taylor, ich möchte für so etwas einfach nicht die Verantwortung tragen. Jetzt hör mir mal eine Sekunde zu, okay? Ich bin sicher, es wird funktionieren. Weil das deine Absicht ist. Und du hast es dir gut überlegt. Du hast diese Entscheidung instinktiv getroffen und das Einzige, worum es geht, ist Jacks Wohlergehen. Und deine Liebe zu Jack, stimmt's? Sieh mich an. Du solltest dir eins bewusst machen. Denk darüber nach, wie selbstlos du gewesen bist. Du hast ein riesengroßes Opfer gebracht, als du diese Entscheidung getroffen hast. Du hast dabei nicht an dich gedacht. Weißt du, was dir die Kraft gegeben hat, dich so zu entscheiden? Die uneingeschränkte Liebe, die eine Mutter für ihr Kind hat. Also ich verstehe das nicht. Taylor ist damit einverstanden? Sie gibt Jack wirklich zu Brooke? So ist es. Wie fühlst du dich dabei? Besorgt. Wir alle wollen nur das Beste für Jack. Ja, natürlich. Selbstverständlich steht er an erster Stelle. So wär's bei mir. Brooke liebt den Jungen. Und Rich hat vermutlich Vorbehalte. Ja, ganz sicher. Ich würde gerne deine Meinung hören, wie du die Sache siehst. Tja, also ich denke, Brooke ist eine fantastische Mutter und offenbar sieht Taylor das ganz genauso. Und du könntest viel Zeit mit ihm verbringen, oder? Tja, ich vermute, dass er die Hälfte der Zeit hier sein wird und seinen Halbbruder oder seine Halbschwester kennenlernen wird. Du meinst... Wir beide kriegen ein Baby. Hast du das vergessen? Nein, es ist nur so. Wir haben noch nie über die Zukunft geredet. Ich will kein Geheimnis daraus machen, außer du willst es. Nein, natürlich nicht. Tja, dann lass uns das gemeinsam angehen. Wirklich? Ich glaube, das habe ich gesagt. Und ich habe mich sicher nicht verhört.
Nein. Ich will das wirklich. Du und ich. Und unser Baby. Gemeinsam. Mich also, mein Kind zurückzuweisen? Du solltest aufhören, ihn so zu sehen, das bringt nichts. Biologisch gesehen ist Jack mein Sohn. Du brauchst das nicht auf dich zu nehmen. Ich würde nichts auf mich nehmen. Ich würde nur das Kind großziehen, das ich liebe. Wir würden das Kind von Nick Marrone großziehen. Ich bitte dich, Brooke. Nick und ich haben keinerlei Gemeinsamkeiten. Und nun soll ich für sein Kind der Stiefvater sein? Der arme Junge, das wäre eine schreckliche Situation für ihn. Nick wird deine Position respektieren. Nick hat doch noch nie etwas respektiert, was mich betrifft. Das wäre für uns alle ein Albtraum. Bitte, Brooke. Wir beide haben zwei wunderbare kleine Kinder, die wir nicht vergessen dürfen. Hope und RJ hätten sehr gerne einen kleinen Bruder. Ich meine es wirklich ernst, Brooke. Wir sind eine großartige kleine Familie. Dad ist auf dem Weg der Besserung und alles in unserem Leben scheint gerade sehr gut zu laufen. Warum sollen wir das aufs Spiel setzen? Wegen etwas, das von Haus aus nie funktionieren kann. Ich hatte gehofft, du würdest es verstehen. Ich verstehe es sehr gut. Nein. Nein, das tust du nicht, Rich. Nicht wirklich. Ich liebe dich. Und ich liebe unser gemeinsames Leben und alles, was dazugehört. Aber in allererster Linie bin ich Mutter. Und mein Kind braucht dringend meine Hilfe. Wie soll ich denn darauf reagieren? Soll ich das ganz einfach ignorieren? Sowas kann ich nicht. Jack braucht mich. Und es ist meine Pflicht, für ihn da zu sein. Wie soll ich das anstellen? Erwartest du, dass ich den Hilferuf eines Kindes überhöre, durch dessen Adern mein Blut fließt? Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie du denkst. Doch, es ist schlimm. Ich habe es selbst gesehen. Er wirkt verloren. Er fühlt sich im Stich gelassen. In seinem Alter sollte jedes Kind bei seiner Mutter sein. Taylors Mutterliebe kann er aber nicht annehmen, weil er in Taylor einfach nicht seine Mutter sieht. Ich kann deine Bedenken durchaus verstehen, Rich. Und sie sind auch berechtigt. Aber wir werden damit schon fertig.
Weißt du, all das verblasst im Vergleich zu den Problemen, mit denen der kleine Junge aufwachsen würde. Er wirkt so furchtbar traurig und verlassen. Ich kann nicht erlauben, dass ihm das angetan wird. Wir können das nicht erlauben. Ich will dich lediglich beschützen. Unsere Kinder. Und sogar Jack. Aber dein Vorhaben, das Kind von Nick großzuziehen, könnte uns irgendwann in unglaublich große Schwierigkeiten stürzen. Was ist, wenn Taylor ihre Meinung ändert? Oder wenn Nick seine Meinung ändert? Ich kann jetzt schon sehen, was mit uns passiert. Und ganz besonders mit dir, wenn dieses kleine Baby wieder aus unserer Familie gerissen wird, nachdem wir eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Seit wir uns kennen, setze ich mich schon mit diesem Dilemma auseinander, dass wir zwei so verschieden sind. Ich gehe die Sachen mit dem Verstand an und du mit dem Herzen. Ich sehe die Zukunft, du siehst die Gegenwart. Ich sehe, wie entsetzlich das alles werden könnte. Und das Einzige, was du siehst, ist die Hoffnung, dass es funktionieren könnte. Es macht mich verrückt, Logan. Aber so bist du. Die Frau, in die ich mich verliebt habe, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Dass du glücklich bist, ist für mich das Wichtigste. Also wenn das wirklich das ist, was du willst, bin ich dabei. Ja, und ich glaube, wir werden es zusammen schaffen, Rich. Wir werden es schaffen. Und was immer auf uns zukommt, das werden wir bewältigen. Du und ich. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Dich und Brooke vielleicht erneut ins Unglück, Rich? Siehst du das in Jack? Ich liebe dich, Taylor. Was mache ich bloß? Diese Zeiten sind vorüber. Ich habe mein Leben weitergelebt. Du schläfst. So muss ein guter Morgen anfangen. Du bist der unglaublichste Mann der Welt. Das hast du bereits gesagt. Den ganzen Morgen auf jede nur erdenkliche Art. Hör jetzt nicht auf. Ich muss nur mal Luft holen. Habe ich sie dir genommen, Logan? Ja, das hast du. Besonders gestern Abend, als du eingewilligt hast, dass Jack bei uns sein darf. Oh, das steckt also dahinter, mein Schatz. Zieh mich nicht auf.
Ich versuche nur, dir zu danken. Das hast du schon. Nicht genug. Ich weiß, wie schwierig diese Entscheidung für dich war. Es wäre schlimmer gewesen, dich leiden zu sehen. Es geht nicht nur um mich. Für mich schon. Das habe ich dir gestern gesagt. Ich weiß. Ich weiß, es ist nur... Ich kann es kaum glauben, dass ich wirklich Jacks Mutter sein werde. Jetzt müssen wir es nur noch offiziell machen. Ich rufe Nick an. Und einen Anwalt. Wenn wir es machen, sollte es hieb- und stichfest sein. Ein Anwalt ist sicher nicht nötig. Es war Taylors Idee. Sie hat es doch so gewollt. Dann solltest du problemlos das gemeinsame Sorgerecht kriegen. Wenn du Jack die Liebe eines Elternteils geben willst, dann sollten uns auch alle Rechte und Pflichten eines Elternteils zustehen. Ich sorge dafür, dass es klappt. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie wundervoll du bist? Habe ich es dir gesagt? Das muss dir doch nicht peinlich sein. Du weißt immer, was ich denke, oder? Immer, wenn du dich hinlegst. Schön. Es ist okay, wenn du mit mir im Bett liegst. Ich hoffe, dass du heute nicht sehr viel vorhast, denn ich könnte noch stundenlang so weitermachen. Wenn du hier wohnst, hast du wahrscheinlich schon nach einer Woche genug von mir. Hier wohnen? Ja. Ist das dein Ernst? Es ist mein voller Ernst. Ich will dich hier haben. Ich will dich, mich, Jack und unser Baby gemeinsam hier haben. Hört sich das gut an? Ja, das hört sich sehr gut an. Also, wen willst du zuerst anrufen? Marone oder den Anwalt? Der Anwalt muss sicherstellen, dass Taylor alles absegnen wird. Wird das ein Problem? Sie hat es doch so gewollt. Doch, es ist das, was sie will. Aber wenn plötzlich Anwälte im Spiel sind... Ich will nur nicht, dass sie durchdreht. Okay, sieh zu, dass es nicht so weit kommt. Und was ist mit Marone? Glaubst du, er macht Schwierigkeiten? Ich möchte jedenfalls nicht, dass er aus allen Wolken fällt. Sein ganzes Leben hat sich gerade auf den Kopf gestellt. Seine Ehe mit Bridget ist zu Ende und dann sucht Taylor mich als Mutter für Jack aus. Ich finde einfach, wenn ihn ohne Vorwarnung ein Anwalt anruft, ist das nicht okay, gut. Okay, schön. Dann sollten wir auf dem Weg ins Büro bei ihm vorbeifahren. Ja, möglicherweise ist er zu Hause. Aber vielleicht nicht allein. Ich weiß, wir haben gestern Abend nicht darüber gesprochen, aber Nick und Katie, wie läuft es zwischen den beiden? Ich weiß nicht, wie es zwischen den beiden steht, aber Katie ist oft hier bei mir und wir vermeiden das Thema. Sie kriegt ein Kind von ihm. Ja, aber das bedeutet nicht, dass... Sie sind sehr zurückhaltend. Es ist eine Risikoschwangerschaft. Deswegen wollten sie es nicht mal Bridget allzu früh sagen. Sie möchten nichts überstürzen. Oh, das klingt ganz nach Marone, oder? Habe ich Unrecht? Naja, immerhin wird Jack eine weibliche Bezugsperson haben, auf die er zählen kann. Denn die anderen Frauen, mit denen sein Dad etwas anfängt, verschwinden, bevor man bis drei zählen kann. Ich finde, du solltest solche Kommentare für dich behalten. Das macht die Sache nicht einfacher. Ja, das geht vielleicht nicht ganz reibungslos über die Bühne. Nick und ich, wir können uns nun mal absolut nicht ausstehen. Vielleicht will er nicht, dass ich ein Teil von Jacks Leben werde.
fantastisch beschreibt es nicht mal annähernd. Gestern Nacht, heute Morgen. Tja, weil deine Füße den Boden noch nicht berührt haben, seit du aus dem Auto gestiegen bist. Sind Brooke und Rich da? Wir sollten nicht darüber reden, wenn sie hier sind. Nein, sie sind schon ins Büro gefahren und die Kinder habe ich in die Schule gebracht. Also sind wir allein? Ja, aber denk dran, ich bin deine Mutter. Lass die Erzählung jugendfrei, okay? Keine Details. Mutter! Bitte. Du weißt, wie glücklich es mich macht, dich so begeistert zu sehen, aber du bist immer noch mein Kind und... Und du hast Bedenken. Schatz, bist du sicher, dass es das ist, was du willst? Hältst du mich für egoistisch? Denkst du das von dir? Irgendwie schon. Anfangs. Ich meine, wir haben Bridget wirklich sehr wehgetan und ich will gar nicht wissen, was die anderen von mir denken. Ganz besonders Brooke. Bridget ist ihre Tochter, das macht's nicht einfacher. Aber Bridget scheint es gut zu gehen. Sie hat Nick und mich praktisch ermutigt. Tatsächlich? Wenn es nicht so wäre, würde ich nicht bei ihm einziehen. Du wirst wirklich bei ihm einziehen? Aha. Er hat heute Morgen gefragt, Mom. Alles läuft genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Bitte sag, dass du dich freust. Oh, Liebling, ich glaub mir, das tue ich. Und bin ich denn die Erste, die es erfährt? Ja. Und ich weiß, was du denkst. Was wird Brooke tun, wenn sie es rausfindet? Wir möchten mit dir über Jack reden. Okay. Hast du mit Taylor geredet? Er ist mein Sohn, Forrester. Ich bin im Bilde. Gut, dann sind wir alle auf dem gleichen Stand. Sind wir das? Ja, das sind wir. Taylor hat ernsthafte Probleme, eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. Es war sehr schwer für sie, das zuzugeben und noch schwerer für sie, Brooke um Hilfe zu bitten. Sie hält es für das Richtige. Das ist es. Tja, möglicherweise. Brooke, es ist keine Frage, dass du dich großartig um den Jungen kümmern wirst. Doch so einfach ist es nicht. Meinetwegen? Du hast eine unmissverständliche Haltung eingenommen in Bezug auf Brooke und meinen Sohn. Ich hatte gewisse Bedenken, Nick. Und die habe ich immer noch. Was ist mit dir? Taylor hat gesagt, du würdest sehr gern einspringen. Das stimmt. Okay. Also, wenn Brooke Jack zum Teil großzieht, bedeutet das, dass ich zu einem festen Bestandteil deines Lebens werde. Kommst du damit klar? Das würde mich sehr wundern. Glaubst du, Brooke dreht durch, wenn ich bei Nick einziehe? Ich weiß nicht, wie deine Schwester reagieren wird. Aber ich finde, du kannst nicht erwarten, dass sie sich großartig darüber freut. Wegen Bridget. Das kannst du wahrscheinlich erst richtig nachvollziehen, wenn du mal dein eigenes Kind hast, weil es für eine Mutter nichts Schlimmeres gibt, als mit ansehen zu müssen, wie ihr Kind leidet. Und diese Verletzungen heilen nie, glaub mir, mein Liebling. Und deswegen kann ich mich nur sehr darüber wundern, dass ihr, du und Nick, mit dieser Sache so vorschnell umgeht. Mag sein, dass es so aussieht, Mom. Bridget zieht aus, ich zieh ein. Mag sein, dass es vorschnell wirkt, aber... Aber was? Du hast die beiden getraut. Und jetzt kriegst du ein Kind von ihm? Und sie lassen sich scheiden. Schon wieder eine Scheidung. Und keiner von euch hat sich die Zeit genommen, irgendwas zu verarbeiten. Keine Sorge, Nick tröstet sich nicht nur über Bridget hinweg. Um ihn geht's nicht. Ich mach mir Sorgen um dich und deine Schwester. Ihr beide habt euch immer gegenseitig unterstützt bei allem, was ihr durchgemacht habt. Und ich würde es absolut schrecklich finden, wenn deine Beziehung mit Nick das Verhältnis zu deiner Schwester gefährden würde. Das wird schon wieder. Mom... Manchmal entwickeln sich die Dinge nicht so, wie man es erwartet. Und genau das passiert momentan. Alles wird sich zum Guten wenden. Du wirst schon sehen. Mit mir, mit Nick, mit Jack. Ich werde mein Leben mit dem Mann verbringen, den ich liebe. Ich werde sein Kind großziehen. Ich werde mit ihm zusammen unsere Kinder großziehen. Mutter, siehst du nicht, wie glücklich ich bin? Willst du mich provozieren? Nein, nein, gar nicht. Ich möchte nur vermeiden, dass mein Sohn von einer schwierigen Situation in die nächste geworfen wird. Du hast gesagt, bei Brooke würde es ihm gut gehen. Ach, komm schon, Forrester. Du willst gar nicht, dass es dazu kommt. Rich stellt sich nicht quer. Er will mir helfen, Jack großzuziehen, ihn zu einem Teil unserer Familie zu machen. Dann bist du einverstanden? Wie gesagt, ich habe gewisse Vorbehalte. Aber ich stelle mich nicht zwischen Brooke und ihren Sohn. Okay, was bedeutet das wirklich? Bist du nur teilweise einverstanden?
Er akzeptiert Taylors Entscheidung. Und er weiß, was für Jack wichtig ist. Kriegst du das wirklich hin, Forrester? Kannst du dich zurückhalten und mich und Brooke als Eltern akzeptieren? Uns über seine Zukunft entscheiden lassen? Und du? Kommst du damit klar, dass ich auch ein Teil seines Lebens bin? Worüber sprechen wir? Über dich als Stiefvater? Genau das werde ich sein. Und zum Wohl von Brooke wollen wir das schriftlich haben. Das gemeinsame Sorgerecht. Wenn wir Jack schon einen Platz in unserer Familie geben, wollen wir sicher gehen, dass niemand kommt und ihn uns aus seiner Laune heraus wieder wegnimmt. Kannst du damit umgehen, Marone? Schatz, ich möchte dich auf keinen Fall entmutigen. Ich weiß, es ist völlig klar, dass du Bedenken hast. Ja, naja, so sind Mütter nun mal. Vergiss deine Bedenken. Ich bin so glücklich. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Schatz, ich möchte doch nur, dass dieses Glück möglichst lang anhält. Das wird es bestimmt. Für mich und für mein Baby. Naja, es ist beruhigend zu wissen, dass du dieses Baby mit seinem Vater großziehen wirst. Nick und ich möchten dem Kind ein Leben ermöglichen, wie es sich jedes Kind auf der Welt wünschen würde. Ich weiß. Dieses Glück hattet ihr nicht, weder du noch Nick. Tja, Nick hat seinen Vater nie kennengelernt. Erst später, als er erwachsen war. Und ich wusste eigentlich nie, wo meiner war. Aber wir hatten starke, wunderbare Mütter, die immer für uns da waren. Und ich hatte Brüder und Schwestern, und die wird mein Baby auch haben. Jack wird sein älterer Bruder sein. Ich weiß, dass es Schwierigkeiten geben wird. Die wird es immer geben, aber wir werden sie gemeinsam lösen. Und ich freue mich einfach so sehr auf meine Zukunft, weil ich fühle, dass alles gut werden wird. Schätzchen. Storm hat es gewusst. Storm hat gewusst, wofür ich leben muss. Ja. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Baby und auf unsere Zukunft. Ich werde bei dem Mann leben, den ich liebe. Und ich werde sein Kind bekommen. Und wir werden auch Jack gemeinsam großziehen. Und alles wird genau so werden, wie es sein muss. Du willst, dass Brooke und ich gemeinsam das Sorgerecht haben. Nur so kann es funktionieren. Ist das ein Ultimatum? Eine Bedingung. Deine? Ich will Jacks Mutter sein. Mit allen Rechten und Pflichten. Wenn Brooke teilweise die Erziehung von Jack übernimmt, sollte sie die Möglichkeit haben, Entscheidungen für ihn zu treffen. Die treffen wir gemeinsam. Und wenn ihr euch nicht einig seid, was die Auswahl der Schule oder seine Erziehung betrifft, Brooke braucht ein Mitspracherecht. Es kann nicht sein, dass du alles alleine entscheidest. Das will ich auch gar nicht. Im Endeffekt heißt das, wir werden Jack in unsere Familie aufnehmen. Mit unseren Kindern. Wir brauchen eine rechtskräftige Befugnis. Das war deine Idee, oder? Ich versuche nur, Brooke zu beschützen. Und Jack. Er hat in letzter Zeit ganz schön viel durchgemacht. Wir brauchen was Schriftliches, eine formelle Vereinbarung. Das ist bestimmt auch für ihn das Beste. Ich kann nicht zulassen, dass Brooke so eine Beziehung zu ihm aufbaut. Und eines schönen Tages tauchst du auf und nimmst ihn ja einfach wieder weg. Hast du ein Problem, Nick? Ja. Ich mag es nicht, wenn dieser Kerl hier seine Klappe aufreißt, obwohl es ihn nicht mal betrifft. Nick, Brooke und ich, wir werden heiraten. Jack wird in unserem Haus leben. Mit unseren Kindern. Er wird ein Mitglied meiner Familie sein. Ich dachte, das hast du gewollt, dass Jack uneingeschränkt geliebt und akzeptiert wird. Tja, offensichtlich nicht, sonst hätte er doch längst eingewilligt. Siehst du, mein Schatz, ganz genau das habe ich befürchtet. Komm, lass uns gehen. Warte mal. Du bist Jacks Mutter. Und du hast auf deinen Sohn verzichtet, damit Taylor eine Beziehung zu ihm aufbauen kann.
Doch es hat nicht funktioniert. Jetzt bittet sie dich, wieder an ihre Stelle zu treten. Weil sie dir vertraut. Sie weiß, dass du die Richtige bist. Und das weiß ich auch. Ich bin damit einverstanden, das Sorgerecht zu teilen. Und meine Anwälte werden noch heute ein Schriftstück aufsetzen. Oh, danke. Brooke, ich mache das nur für dich und für Jack. Es wird bestimmt das Beste für ihn sein. Da ist noch so einiges zu besprechen. Wir müssen uns zusammensetzen und entscheiden, was das Beste für unseren Jungen ist. Das hat oberste Priorität. Ja, es gibt nichts, was wichtiger wäre. Wir werden Jack ein Leben voller Liebe geben. Und es gibt kein größeres Geschenk für unseren Sohn.